Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Super Mario Maker. Ich habe wieder kein Level für euch, also beginnen wir gleich mit euren Level, weil ihr habt mir diesmal mehr Level zugeschickt als sonst. Also das Level von Niklas, Dollarzeichen unterstrich Dollarzeichen. Ja, ich weiß, ich bin nicht dumm, das ist ein Smiley. Okay, was haben wir denn da Nettes? Okay. Ja, die neuen Bumper, so heißen die. Die sind cool. Aber ich darf nicht in Kamex Zauberkraft rein. Okay, er hat anscheinend wirklich alle neuen Sachen benutzt. Muss die eigentlich damit niederschießen. Okay, Wände kann ich zerstören. Aber keine Knochen trocken, es geht einfach vorbei. Ja. Ich weiß, die sind immun gegen Feuer, aber das Feuer ist doch stark. Okay, wir brauchen einen Key-Switch. Nicht kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Niklas hat nur Gegner platziert, die man nicht kaputt machen kann. Hey, wo ist denn der Key-Switch? Wehe, der ist in einem unsichtbaren Block. Ich habe jetzt auch ein Punktesystem mir ausgedacht. Es gibt zwar bis jetzt erst zwei Kriterien, die man erfüllen kann. Erstens einmal Idee und zweitens das Level-Design, also ob es gut design ist und so. Und bei beiden Sachen kann man 5 Punkte erreichen und insgesamt somit 10 Punkte. Wo ist denn der? Der Niklas, ich finde ihn nicht. Ja, tut mir leid, dass ich das Level abbrechen muss. Dafür bekommst du auch einen Stern. Aber ich hatte gerade schon Probleme mit der Capture Card. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen im Zeitdruck. Und deswegen muss ich weitermachen mit dem nächsten Level. Auf das Level von Let's Play Marco bin ich sehr gespannt. Das ist der, der so gut pixeln kann, was man hier auch wieder sieht. Ich bin sehr gespannt, denn er hat geschrieben, ich habe noch ein Level, weil ich bin gerade in Ägypten und dazu habe ich ein kleines Level gebaut. Es sind zwei Pyramiden, in denen sind sogenannte Labyrinths drinnen. Du musst den Weg herausfinden. Viel Glück. Es heißt Egypt, Tutankhamuns, Pyramid. Spricht man das Pyramid oder Pyramid mit? Ich bin nicht so gut in Englisch. Ja, ich spiele es einfach. Ach ja. Das Level von Niklas, das kann ich jetzt schwer bewerten, weil ich es eben nicht zu Ende gespielt habe. Also ein Level muss auch so gut sein, dass man es zu Ende spielen kann, damit es überhaupt eine Bewertung verdient. Ja, das war eigentlich klar, dass ich hier nicht hinauf kann, wenn er schon ein Block ist. Okay, hier haben wir also die Labyrinthe. Ja, jetzt habe ich ein bisschen lange gewartet. Ich hätte ruhig schon weiter rennen können. Das Level ist jetzt schon cool, also. Es ist leicht bei dem. Also. Okay, den Bonusraum, den brauche ich nicht. Ich brauche keine Münzen. Geh einfach runter, Mario. Danke. Okay, die Münzen da unten brauche ich auch nicht, also sollte ich oben gehen. Wo ist ein Eisblock? Oh, hä, lol. Komm da rauf. Ja, bringt jetzt auch nicht viel. Das ist eigentlich Zeitverschwendung, was ich hier mache. Ich brauche die Münzen nicht. Aber es ist cool, dass er so viele Geheimwege macht. Brauche ich einen Pilz? Nein, brauche ich nicht. Ich muss einfach nur hochspringen und nicht gegen den Kettenhund. Was war das denn jetzt? Mega Fail. So, Kettenhund. Du kannst mir nichts mehr antun. Okay. Aber es ist cool, dass hier so Fallen sind. Also, du kannst echt gute Level bauen. Wie hoch? Nein. Oder vielleicht doch? Nein, ich geb's auf. Was ist das hier draußen jetzt? Das erkenne ich nicht ganz. Das ist jetzt der Pharao. Und ich bin in den Pharao reingegangen. Okay. Was? Nein! Oh, jetzt wäre ich fast gegen die Kugel gesprungen.
Da oben kann ich nicht hin. Muss aufpassen, kommt das Feuer raus. Da noch einmal. So, dann versuchen wir hier hinaufzukommen. Oh nein, Koopas, nein! Jetzt bin ich an denen gestorben. Ich habe nicht bedacht, dass sie hier bei der Barriere wieder umdrehen. Ich dachte, die drehen später um. Aber ich komme gerade drauf. Ich habe nur noch 10 Minuten aufzunehmen. Oh mein Gott, ich bin mega im Stress. Geh rein! Das irgendwie schaffen. Das Level ist so geil. Das ist so cool. Aber eine kleine Sache muss ich sagen. Dass ich tot bin. Vergiss das, was ich sagen wollte. Vergiss das. Oh mein Gott, die beginnt zu brennen. Ja, der Blooper ist tot. Danke, Bombob. Ah, okay, muss ich unten lang. Oh mein Gott. Nein, Kettenhund, diesmal nicht. Ah, ich bin zu vorsichtig. Und dann sterbe ich trotzdem. In so einer Kleinigkeit. Also ich denke, ich muss jetzt unten lang gehen. Oder oben. Ich habe nicht gesehen, was oben ist. Ich war so. Oh, ich wollte noch schnell unten durchrennen, da habe ich mir gedacht, na, geht doch nicht. Ha, vielleicht doch. Und dann, ja, dann bin ich gestorben. Letzter Versuch jetzt. Vorsicht, Vorsicht! Was? Achso, geht doch. Oh Mann, ernsthaft, welche Tür? Oh, Feuerblumen. Und ein Kamek. Nein, er verwandelt die Feuerblumen. Okay. Soll ich rauf oder durch die Türen? Ich gehe rauf, weil ich weiß nicht, was bei den Türen ist und hier oben sieht es sicher aus. Nein. Ich darf wieder zurückgehen. Das war aber auch klar. Ach, da gab es noch einen vierten Weg dort. Jetzt bin ich wieder klein. Da gab es noch einen vierten Weg dort oben. Was ist denn dort? Nein. Komm schon, ich will das Level zu Ende bringen, sonst darf ich es nicht bewerten. Aber komm, um ehrlich zu sein, dieses Level, das darf ich doch schon bewerten, oder? Auch wenn ich es nicht zu Ende schaffe. Das Level von Niklas, ja. Kann man nicht so viel bewerten. Nicht so wirklich. Okay, die war schon mal falsch. Die zweite Tür. Auch falsch, diese Tür. Okay, alle Türen sind falsch. Aber ich habe die Blume wieder. Warum ist die Blume wieder da? Ah, wahrscheinlich, weil ich sie nicht eingesammelt habe, sondern Kamek sie zerstört hat. Ach komm, lass mich doch in Ruhe, du kleiner Mongo. Nein. Aber ich muss mich beeilen. Blubber, geh einfach weg. Was? Hä, wo geht's denn weiter? Wo geht's denn weiter? Brauche ich einen Bonbon irgendwo? Oder gibt es doch noch eine richtige Tür? Probieren nochmal alle aus. Erste. Zweite. Verdammt, Leute, ich muss das Video beenden, glaube ich. Okay, ja, also ich musste aufhören aufzunehmen, aber jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, jetzt kann ich wieder aufnehmen. Ja, fragt nicht warum. Wir machen weiter mit dem Level von Game Jump Münch bzw. Bro Gamer. Das Level heißt 9 Sekunden, also ich nehme mal an, dass das S für Sekunden steht. Der Weltrekord ist, dass es jemand in 3 Sekunden geschafft hat. Okay. Vielleicht stelle ich einen neuen Weltrekord auf. Glaube ich nicht. Also gleich mal losrennen. Aha! Was müssen wir denn machen? Kommt ein unsichtbarer Block runter? Kommt ein unsichtbarer Block runter? Nein. Wie geht das denn? Thank you.
Hä? Da muss doch irgendwo etwas sein. Hä, wie ist der eine Typ so weit nach oben gekommen? Oh, aha. Okay. Okay. Ja, easy, geschafft. Die Tür da unten verwirrt nur. Es war aber wirklich gute Ablenkung. Ich dachte, ich muss einen P-Switch finden. Aber es war eine ganz normale Tür, die man finden musste. Ja, was ich noch nicht gesagt habe, das Pyramidenlevel, das bekommt 10 Punkte von mir. Das bekommt einfach 10 Punkte von mir. Sterne bekommt jedes Level, weil ihr so lieb wart und es mir eingeschickt habt. Nein, weil ich einfach sozial bin. Ja. Das Level, die Idee war auf jeden Fall gut. Die hat mich ziemlich reingelegt. Die kriegt 5 Punkte. Das Design, ja, am Ende überall die Trampoline. Ja, das Design. Da muss man bei solchen Leveln muss man auch nicht wirklich aufs Design achten, aber man hätte aufs Design achten können, deswegen kriegt er fürs Design 2 Punkte. Das wären dann 7 Punkte insgesamt. Ja, das ist über der Hälfte, das ist durchaus gut. Tom Fiebig hat mir Bowsers Festung, Metroid 2.0, You Need the P-Switch und Funny Level eingeschickt. Mal schauen. Ich möchte eines davon spielen, weil dann die Folge auch schon zu Ende wäre. Also welches schaut am coolsten aus? Funny Level. P-Switch. Also ich denke mal, P-Switch dauert ein bisschen länger. Metroid, das sind ja auch immer so Level, die länger dauern. Bowsers Festung, oder? Ja. Ich glaube, ich nehme das Funny Level. Funny ist immer toll. Ja, spiele ich das mal. Wer sich jetzt denkt, weil ich dem Pyramiden-Level 10 Punkte gegeben habe, gleich dem ersten Level, das Punkte bekommen hat, gleich so viele Punkte, der denkt sich ja, ist eh easy, viele Punkte zu bekommen. Aber nein, Leute, ich bin sehr streng, das könnt ihr mir glauben. Also muss ich den da sogar runterhauen? Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Nein, nicht wirklich. Aber das Trampolin vielleicht. Nicht so. Nicht so. Trampolin, geh runter. Danke. Okay, ein bisschen Rätsel haben wir also auch in dem Level. Ja, und hier hänge ich schon. Hierfür bin ich schon zu dumm. Ernsthaft? Hä? Ja, ich kenne mich mit dem Spiel nicht so gut aus. In jedem Spiel gibt es andere Möglichkeiten und diese Möglichkeit hier kenne ich halt nicht, wie ich hier weiterkommen kann. Und P-Switch, ja. Das ist mir. Also nein, vielleicht. Toll, das Trampolin ist ja gerade, da ist es. Wie soll ich da durch? Okay, tut mir leid. Ich spiele noch ein anderes Level von dir. Dann spielen wir also noch Bowsers Festung. Sieht jetzt auch nicht ganz so kurz aus, aber ich kann sie noch versuchen. Aber das muss ich jetzt schaffen. Und man schreibt, hatte Bowsers geschrieben. Bowsers mit S. Mein kleiner Junge, das schreibt man mit W. Und das ist ein Kamek. Stirb. Oh. Ich hätte ihn gebraucht. Ups. Ich hätte ihn gebraucht. Ja, Bowser schreibt man nicht mit S, sondern mit W. Wow. Sehr. Jetzt cheate ich mich durch, indem ich das mache und sterbe. Yes. Okay. Ach man, was ist los mit mir? Eine Münze, ach wie nett. Ein Goomba, ach wie nett. Diesmal werde ich ihn aber nicht nutzen, weil ich sonst in Gefahr gerate. Vielleicht doch. Es war ein Fehler, ich wusste es. Was ist los mit mir? Was ist los? Ich bin schlecht, ich bin einfach schlecht. Ich versuch's nochmal, okay? Aber es wird ein Fehler sein. Ja, das hat. Ernsthaft, töte mich einfach. Jetzt ist der Kamek gestorben.
Was ist da los? Ich hab nur Pech. Schießt er daneben. So, jetzt aber komm. Warum kommt jetzt ein Buhu? Warum? Ich hab dich nicht bestellt. Ich muss das jetzt so machen, weil der Buhu streckt. Weil der Buhu stresst mich. Ich mach das nie wieder. Ernsthaft, wenn mir das jetzt noch mal ein paar Mal passiert, dann mache ich eine Zeitraffer rein. Also wirklich, das ist wieder langweilig hier. Ein Pilz. Oh mein Gott. Gut, dass ich so oft gestorben bin, sonst hätte ich nicht den Pilz bekommen. Ha. Eine Münze. Die Münze nicht. Komm, komm. Nein. Zu tief. Jetzt mach mal weg hier, okay? Mach bitte. Soll ich jetzt noch ewig warten, ne? Ich warte sicherheitshalber noch. Ich will keinen Fehler begehen und hier durchrutschen. Ach komm. Gut, du stirbst. Jetzt lass mich einfach in Ruhe, okay? Sag jetzt nicht, dass das nicht geht. Oh nein, der Buhu, er kommt. Er kommt. Nein. Oh Gott, es sind zwei. Nein. Yes. Okay. Die Tür, vor der habe ich Angst. Okay, hier sind mehrere Türen. Zu welcher Tür kommt man am schwersten hin? Zu der da unten. Also so ist es normalerweise in normalen Mario-Spielen. Und auch in seinem Level anscheinend so. Was? Hätte ich die nicht drücken dürfen? Hätte ich sie mitnehmen sollen? Ich warte, bis noch einer kommt. Hier oben vielleicht was? Ich glaube nicht. Okay, vielleicht muss ich jetzt doch zu einer anderen Tür gehen. Probieren wir mal. Also von hier aus wäre jetzt diese Tür am schwersten, weil sie am weitesten weg ist. Und das war sogar richtig. War das wirklich dein Gedankengang? Tom? War das so geplant? Ah, er duckt sich. Automatisch. Oh, jetzt dachte ich, ich bin wieder am Anfang, aber... Nein, bin ich nicht. Okay, wir brauchen wieder einen Kamek. Also, das Level scheint mir schon zu gefallen. Heute haben wir gute Level, muss ich schon sagen. Gefallen mir heute. Deswegen verteile ich auch so großzügig... Ernsthaft. Deswegen verteile ich auch so großzügig die Punkte. Okay, hier hättest du wirklich einen Checkpoint setzen können. Okay, nein, ich glaube, das Level ist schon alt. Da kann er keinen Checkpoint setzen. Dann mache ich das halt nochmal. Die Folge ist wahrscheinlich viel zu lange, weil das mit dem Kamek so lange dauert. Wehe, da kommen jetzt wieder Buhus. Und wehe, ich töte den Kamek wieder. Ach komm, positionier dich doch besser. Ja. Okay, jetzt mach weiter, schnell. Jetzt bin ich falsch gestanden. Oh, ein Pilz, ich dachte schon, ein Gegner, der auf mich fällt. Normalerweise würde der grüne Gooper runterfallen, aber er tut's nicht, weil er von dem roten geblockt wird. Und die roten, die fallen ja bekanntlicherweise nicht hinunter. Und hier haben wir noch einen roten, ja. Langsam shakt es hier richtig ab. Ah, ich glaube, das komme ich nicht durch. Nein, ich will nichts riskieren. Ich will meinen Pilz nicht verlieren. Jetzt komm, mach. Oh, mach's besser. Ja, aber jetzt müssen nur noch diese Gruber weg. Verdammt nochmal. Er muss also noch mehr zerstören. Oh Gott, hier geht echt schon die Party ab. Alter, wie viele Pilze kamen da jetzt schon raus? Ha, hu, ha, okay, Pilz. Das war Skill. Jetzt habe ich dich zerstört. Und dich auch noch. Und mich auch. Bitte, Pilz. Nein, oh Gott. Mami. Ich weiß, dass die Säge eine Spur schneller... Ist das dein... Na, was sagt ihr jetzt? Jetzt bin ich mit einer Feuerblume am Start. Ihr hättet sehen müssen, wie skillhaft ich jetzt durchgekommen bin. Ja, Leute. Also... Echt schade, dass ich das nicht reingeschnitten habe. Nein, jetzt ehrlich, ich bin recht gut klargekommen. Es waren ein paar Stellen dabei,
wo ich sehr gut war. Oh Gott, die Kettensäge, ich habe es vorhin schon erwähnt, die sind schneller. Sie kommt. Okay, jetzt brauche ich wahrscheinlich die Bonbons. Ja, ich kann hell sehen. Warum schieße ich sie eigentlich immer zuerst ab? Das ist ein bisschen unnötig. Ach, ich weiß, warum ich schieße, weil ich immer beginne zu rennen. Also ich beginne, nicht beginne. Das sehe ich hier. Hä, wie soll ich das machen? Ah, vielleicht so, vielleicht? Tatsächlich, das ist cool. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber ich hab's cool gelöst, yeah. Das Bomb op. Nein, ich habe meine Feuerbombe verloren. Das Bomb op. Du sollst sie nicht zerstören, du sollst sie fressen. Du bist so gemein, Baby Bowser, Bowser Jr., wie auch immer. Und jetzt frisst. Nein, er vergeht nochmal in den Ball. Wie ist das denn ernst? Friss endlich und stirb, danke. Ich bin klein, okay, wenn ich jetzt sterbe und das Level noch immer nicht vorbei ist, dann heul ich aber. Und wie soll ich die Bomben jetzt schön platzieren können? Okay, komm. Ja, besser geht's wohl nicht, oder? Ich muss das irgendwie durch. Bevor hier zu viele Bomben werden. Oh Gott. Ja, wie soll ich das machen? Es geht nicht. Yes, geschafft. Ist hier noch was Verstecktes? Nein. Bitte, ich brauche das Ziel, okay? Ja, geht einfach halt noch weiter. Gut, ist ein Kampf. Oh Gott, bitte nicht. Nein. Ich kann nicht mehr, Junge. Ich kann nicht mehr. Danke. Danke. Oh mein Gott. Also das Level war eigentlich überhaupt nicht schwer und ich habe mich echt dumm angestellt. Aber ich habe so lange gebraucht. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich das eigentlich geschafft habe. Ja. Okay, die Idee, den Kamex, ja, war echt gut. Die habe ich auch schon mal bei einem Level von mir angewendet. Ja, also für die Idee kriegst du... War da noch irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Ja, es war halt hübsch aufgebaut. Eine besondere Idee war nicht dabei, deswegen kriegst du dafür 2 Punkte. Und für das Design. Wie viele Designpunkte habe ich für den letzten gegeben? Was war überhaupt das letzte Level? Ich glaube, das, wo kein gutes Design war. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich ändere noch ein bisschen was um, wie viele Punkte ich vergebe. Weil ich muss ja auch ein bisschen mit den anderen Level vergleichen. Und dann blende ich das Richtige ein, also so wie ich es wirklich empfinde. Und deswegen sage ich jetzt auch nicht, wie viele Punkte ich für das Level gebe. Ich muss da noch nachdenken. So, oh, ich habe einen neuen Rekord. Ich glaube, ich bin aber auch der Erste, oder? Ja, also seit dem Update bin ich der Erste. Ja, schickt mir bitte keine Level mehr ein, denn für die 10. Folge habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Ja, also wenn ihr mir Level einschickt, also unter dieses Video schreibt oder ab jetzt irgendwo anders auch hinschreibt. Ich werde es sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht spielen, die Level. Also schickt mir keine ein, denn, ja, für die 10. Folge habe ich was Besonderes. Okay, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst auch eine positive Bewertung da, wenn nicht, dann nicht. Oder einen Kommentar, das würde mich noch mehr freuen. Oder ein Abo, das würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.